Jan, herzlichen Glückwunsch zu Rang 3 bei der Ironman 70.3 WM hier in Finnland. Grandioses Finale im Halbmarathon. Was geht dir durch den Kopf so kurz nach dem Rennen? Ja, ich bin auf jeden Fall irgendwie, also es ist unglaublich, dass das geklappt hat mit dem Podium. Das hatte ich mir im Vorhinein jetzt nicht ausgerechnet. Die Saison war ja ziemlich holprig und irgendwie auch schwer. Klar, ich war irgendwie im Weichsee auf dem Podium, aber so richtig alle drei Disziplinen habe ich nie zusammenbekommen. Am Anfang der Saison eine Verletzung. Und mein letztes Rennen in Tallinn war ja eher eine Katastrophe als alles andere. Und das war dann nicht so einfach. Und dann jetzt so hier zurückzukommen, ist natürlich umso schöner. Und ja, ich würde mal sagen, so das Rennen hätte ich mir nicht schöner erträumen lassen können, so wie es am Ende ausgegangen ist. Du hast eben gerade gesagt, gerade jetzt der letzte Tester in Tallinn lief eben gar nicht. Mit welchen Erwartungen geht man dann hier ins Rennen? Ja, in Tallinn haben sicherlich körperliche Probleme die eine große Rolle gespielt. Und da sind wir auch danach der Sache auf den Grund gegangen. Und das war alles andere als positiv. Ich habe immer an mich geglaubt, beziehungsweise hatte, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Umfeld mit dem Björn Giesmann als mein Coach und meine Frau zu Hause, die mich immer mir den Rücken gestärkt haben und auch ein ganzes Team drumherum. Und viele gute Freunde, die mich einfach in der Zeit wirklich unterstützt haben, sodass ich jetzt hier selbstbewusst stehen konnte am Start. Und habe auch die letzten Tage gemerkt, dass die Form nochmal richtig in die Beine kommt und gerade nochmal am Tag vorm Rennen. Und ich wusste das ganze Jahr über, dass ich gut trainiert habe, dass ich gut drauf bin und es bisher noch nicht zeigen konnte. Dann natürlich das Rennszenario auch für mich ziemlich gut gelaufen. Er ist ziemlich gut gelaufen und ja, mit perfekter Ausgangssituation, dass wir damit zu 6. oder 7. aus dem Rad weggekommen sind und mit einem guten Vorsprung auf die Laufstrecke gegangen sind. Und was mich auch besonders freut, ist, dass ich endlich mal einen guten Lauf zusammen habe bringen können. Auch wenn das so ein bisschen Krampfmanagement war, weil das Radfahren hat schon ziemlich Körner gekostet. Und dann auf dieser hier doch sehr anspruchsvollen, selektiven Strecke muss man echt gucken, wie schnell man dann läuft, um jetzt nicht an der Seite zu stehen mit Krämpfen. Aber das ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Und dann, ich glaube, bei Kilometer 18, 19 habe ich auf einmal den Mathis ganz nah vor mir gesehen. Sonst habe ich Fred und Mathis die ganze Zeit so auf 30 Sekunden, hat sich das ja, glaube ich, so eingependelt bis 40 vor mir gehabt, bin aber nicht rangekommen. Und dann habe ich gedacht so, now or never. Und Bein in die Hand genommen und die Zuschauer haben einen auch wirklich getragen und sehr, sehr viele deutsche Zuschauer, die den Namen gerufen haben. Und das war schon ziemlich einmalig, würde ich sagen. Ja, ich bin reingegangen von draußen und da warst du eben erst noch Vierter und plötzlich warst du Dritter. Ich wollte eigentlich erst anders schon den Artikel anfangen zu schreiben, aber besser so. Ja, wir haben, in den letzten Jahren warst du ja schon ein paar Mal so dran, dass du so in die Weltspitze reinschaust oder ranläufst eben. Es hat nie ganz gereicht bei den großen Rennen. Wie viel wirst du davon, von dem heutigen Erfolg dann fürs nächste Jahr zum Beispiel mitnehmen? Da schon eine Idee? Ja, das beflügelt auf jeden Fall natürlich total, wenn man sieht, dass man einfach bei den Besten der Welt mithalten kann. Und man weiß es ja irgendwie immer, dass wenn alles gut läuft, dass man dann vorne sein kann. Ich meine, die letzten zwei 70.3 Weltmeisterschaften, da war ich immer so kurz hinter der Spitze quasi aus dem Wasser oder beziehungsweise auf dem Rad oder hatte mal irgendwas, was halt vorgefallen ist, irgendwelche Überpflegungen verloren oder Kette abgesprungen. Und wie du gesagt hast, das ist immer so, das letzte Quäntchen hat gefehlt, um vorne reinzukommen und dann vielleicht schon mal ein gutes Ergebnis, ein Top-10-Ergebnis zu erzielen. Und heute hat es halt funktioniert. Ich habe das Herz in die Hand genommen, sozusagen auch nach dem Schwimmen. Da war ich ja erst noch ein Stück zurück. Bin nach vorne gefahren, weil ich wusste, und das war mir im Vorhinein klar, wenn du hier was mit dem Rennausgang zu tun haben willst, musst du vorne ranfahren auf dem Rad. Weil es war jedes Jahr so bei einer WM, vorne geht die Post ab und die Gruppe, da geht auch meistens der Weltmeister raus und auch wahrscheinlich die Top 5 bis Top 10 Platzierung. Und von daher, ja, habe ich alles gegeben und wurde endlich quasi belohnt. Wie verwundert warst du, dass einige dieser großen, ganz großen Namen heute nicht gestochen haben? Ja, ich glaube halt bei Namen wie Lionel Sanders oder Sam Long, da habe ich mir schon fast gedacht, dass der Schwimmrückstand zu groß sein könnte und die Strecke dafür einfach insgesamt zu gleichmäßig und schnell ist, als dass sie wahrscheinlich das Loch schließen können. Vom Christian Blumenfeld war ich ein bisschen überrascht, aber ich meine, das Programm, was er die letzten Wochen abgerissen hat, ich glaube, da ist es auch dann irgendwie nicht verwunderlich. Aber es waren ja noch viele andere große Namen irgendwie da. Und auch als ich auf dem Rad dann erstmal nach vorne fahren musste, bin ich auch an ein paar vorbeigefahren und habe gesagt, ey, let's get to the front. Und dann habe ich mich umgedreht und dann waren die weg. Und das war dann auch irgendwie, das hat einen natürlich dann
über das Rennen auch schon Selbstbewusstsein gegeben. Und die Namen zu schlagen, ist dann natürlich auch irgendwo ein sehr, sehr cooles Gefühl. Jetzt geht es nächste Woche, Freddy hat es gerade vorher schon im Interview gesagt, nach Zell am See. Das heißt, es gibt dann so ein kleines deutsches Rematch, oder? Ja, wir hatten, ich habe ja sehr, sehr gute Erinnerungen an Zell am See. Und ich mag das Rennen einfach, ich mag den Ort, ich mag die Leute, das ist richtig, richtig cool. Und meine Frau wird auch starten und das war eigentlich ihr Plan sozusagen. Ich habe gesagt, ja gut, dann starte ich auch. Das kann ich mir eigentlich nicht entgehen lassen. Ich hoffe, dass wir oder beide ganz gut uns erholen, weil das Feld da ist auch ganz stark. Und aber ich denke mal, wir sind jetzt beide beflügelt und deswegen denke ich, dass das irgendwie ganz cool werden kann. Und dann werden wir mal schauen. Vielleicht wird man mich dieses Jahr auch noch auf längeren Distanzen sehen, aber da muss ich nochmal mit meinem Trainer sprechen. Jetzt feier erstmal den Erfolg. Genau. Wir werden dich verfolgen und freuen uns ganz egal, ob Mittel- oder Langdistanz, wenn wir dich da sehen. Danke dir fürs Interview. Dankeschön.